Mir ist beim Thema Drogenpolitik wichtig, dass wir auf das Thema Prävention setzen. Am besten greifen die Menschen gar nicht erst zu Drogen, um irgendwie aus ihrem Alltag oder aus ihrem Leben zu flüchten. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen die Präventionsarbeit stärken und weiter ausbauen. Legalisierung kann auf jeden Fall nicht der Ausweg sein. Deswegen bin ich zum Beispiel ganz klar gegen die Legalisierung von Cannabis.